Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zur nächsten Folge Age of Arkham. Ihr habt es mir jetzt bestimmt schon alle in die Kommentare geschrieben. Ich habe es gegoogelt. Dies ist nicht der Spiegel, mit dem ich mich teleportieren kann. Dang it. Tja, ist das eigentlich so eine Hexekill? Coole Sache. Nein, da kommt ein Ei angeflogen. Oh mein Gott, da kommt ein Ei angeflogen. Ich möchte das Ei nicht haben. Definitiv nicht. Die Sache ist, unser Inventar ist brechend voll. Das heißt, wir werden erstmal wieder nach Hause müssen. Ja, wir haben doch so eine Ecke zurückgelegt. Und ich möchte den Tower eigentlich gerne machen, aber... Ja, der Fuchs. Ja. Ist jetzt gerade ein bisschen doof, weil unsere Rucksäcke sind doch echt komplett voll. Muss ich jetzt mal hier kurz ein bisschen sortieren. So. So, wir machen das mal eben so. Und tun jetzt mal hier Stuff rein. Es kommt keiner, aber ich bin eigentlich weit genug weg. Es dürfte keiner kommen. Ach, hier hatten wir auch noch zwei Truhen drin. Siehst du wohl. Dass wir die Sachen, die stackbar sind, einfach mal auch stacken. Hier Yellow Choco. Ich weiß nicht, was Weed Pipes sind. Schokopedia brauchen wir. Das können wir hier lassen. Okay. Dann haben wir hier schon mal eine Tasche mit Sachen, die nicht stackbar sind. Können wir das rausnehmen? Ich hab sowas von keinen Plan. Ernsthaft, ich hab sowas von keinen Plan, was das ganze Zeug ist. Da wir tragen trotzdem mal unsere Diamantrüstung, weil die immerhin verzaubert ist. Und die Scale nehmen wir einfach in Ruhe mit nach Hause. Nee, das kann hier bleiben. So. Weiter geht's. Das ist ein Sinn. Kurz echt erstmal nach den einzelnen Sachen. Wird hier rüber packen. So, der ist voll mit einzelnen Sachen. Lass mal alles hier umpacken. Der ist schon mal voll mit einzelnen Sachen. Lass mal hier den ganzen Ding leer machen. Es tut mir leid, aber ich komme hier sonst echt nicht voran. Gerade. So. Weil jetzt können wir hier die einzelnen Sachen nehmen. Das wollte ich eben mit dabei halten. Ist das. Ja, erstmal das soweit. So. Jetzt gucken wir mal, was haben wir hier noch? Machen wir jetzt mal hier am besten alles raus. Das bringt so ja nichts. Auch genug Sachen drin, die ich gar nicht brauche unbedingt. Das kann dahin, das... Jetzt geht's nämlich schon los mit den Sachen, dass nicht alles in die Kiste passt. So. Müssen trotzdem immer erst gucken, ob wir hier was stacken können. Scheint ja der Fall zu sein. Na gut. Noch was, dass wir mehr schleppen können. Jetzt leften die wieder. Ich weiß nicht, was die machen. Naja.
Ist mir, glaube ich, auch relativ egal. Bin mal ehrlich. Hier haben wir noch Zeus drin. So, gucken, ob wir hier wieder was decken können. Gut, nein, das nicht so. Und dieser noch. Oh Gott. So viel Zeugs. Viel zu viel Zeugs. Aber es ist ja auch gut, dass wir so viel Zeugs jetzt hier haben. Ganz ehrlich, so, jetzt haben wir... Die können wir noch voll machen mit einzelnen Sachen. Einzelne Sachen sind solche Sachen. Stuff, das, das. Der Helm. Die Platten auf jeden Fall, so. Den Stuff da noch zu so, haben wir noch irgendwas? Das. So. Das heißt, der blaue ist auch voll. Das wird jetzt anstrengend, okay. Jetzt ist mal die ganzen Emerald-Stücke raussuchen. So. Okay. Mehr können wir daraus nicht machen. Alter, so viel Emeralds allein schon. Hm. Ich versuche jetzt hier echt mal mit ein bisschen System ranzugehen, sonst bringt das, glaube ich, echt nichts. Vor allem haben wir sonst hinterher beim Ausräumen auch wieder extreme Probleme. Dass ich hier erstmal die ganzen Erze und sowas raushole. Und in eine Tasche dann packe. Machen wir jetzt mal. Alles, was so in die Richtung geht. Wir brauchen noch ein bisschen Kohle gleich. Sensen nicht. Kommen wir lieber nach anderem Zeugs. Diamanten auf jeden Fall. Achso, nee, die Sensen wollte ich ja noch nicht. So. Dann haben wir hier noch vier Platz. Keine Essenzen, keine Essenzen. Oh, stört mich nicht. Tobt euch aus. Bin gespannt, wie der Trailer wird. So, die Tasche ist voll. Nee, die war's nicht. Es war doch die hier noch. Genau. Kohle damit zu. Na, die Flas, die Essenzen. Jetzt will ich alle Essenzen zusammensuchen. Bohnenranke auch. Essenzen. Essenz, Essenz, Stern. Keine Ahnung. Clay Potion, No Effects. Brauche ich auch nicht mitnehmen. Electric Grenade. Die Feder auf jeden Fall. Oh. Ja. Eine weniger. So. Aber die Feder lege ich doch lieber in den großen. Ich guck jetzt mal, was ich mitnehmen möchte.
Freundes. Schokopedia brauche ich jetzt nicht. Haben wir jetzt ja doch noch ein bisschen Platz im Inventar. Wir haben ja auch noch den Orangen mit. Geile Sache. Gut. Dann tun wir die jetzt alle mal hier so wegsortieren. Ja, ist doch okay. Hat doch nur 10 Minuten gedauert. Das nehmen wir aber noch mit, falls wir doch noch was brauchen. So. Und machen weiter mit dem nächsten. Achso, und zum Thema dieser Spiegel zum Reisen. Wenn ihr wisst, wie der heißt, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Das interessiert mich echt. Ich möchte so einen Spiegel haben. Also wenn ihr das wisst, das wäre cool. Weil ich habe, glaube ich, so viel, was ich jetzt googeln will. Also die Rüstung, die einen schneller laufen lässt, die interessiert mich auch. Was ist immer nicht mit den Schildern, weil ich bin immer unsicher. Das tun wir jetzt mal alles hier rein. Ja. Aber kurz, wenn du nicht sterben willst, dann nicht. Aber dann nerv nicht mit deinem scheiß Spinnengeräuschen. Komm, wir schwören eine Wehrspinne. Ist die Wehrspinne gerade explodiert? Sie ist runtergefallen. Ich nicht wissen. So, Iron Boots brauchen wir echt nicht. Enderschwert ist so geil. Das ist so geil. Das Beste ist ja, dass wir da schon zwei von haben. Das ist das Beste. Hier ist mir so ein bisschen über... Hat mein Schild, der gerade die Hälfte an Leben abgezogen? Seriously? Hat mein Schwert gerade... mein Schild die Hälfte an Leben von der... Kack. Nee. Okay, ich dachte gerade schon, ey. Das ist einfach nur getäuscht. Komm, Spinny, Spinny. Guck mal nicht, ob da Spinnen hängen. Hey, da ist das Viech wieder. Das hat irgendwas auf mich gemacht, ich blubber. Machen wir ja mal coole Sache. Water Breathing, cool. Ist ja nett von dem. Hat er gerade scheiß Ding auf mich geworfen, ey. Alle tot, alles cool. Ich glaube nicht, dass der Wärme abgestorben ist. Der ist gefühlt, der ist runtergefallen. Da ist er doch. Jetzt ist er gestorben. Ja, ich weiß. Ich habe nicht geguckt, ob da irgendwelche Sachen sind. Ich möchte gerne wieder hier in meine Nische. Dankeschön. Ich fühle mich hier ganz sicher. Dieses immer Sachen klauen ist uncool. Echt uncool. Aber ich töte euch auch gerne mit dem Boomerang, ey. Für Werbobs hier einfach mal kommen. Da ist schon wieder einer. Willst du mich verarschen? Ich komm mir ja nicht zu nahe. Du willst mir nur mein Schwert klauen. Aber ich mag zufällig mein Schwert. Nicht mal was trocken tut der, ey. Arschloch. Gott, schon wieder so viel Zeus und wieder so viel Essenzen auch dabei.
krasse Sache. Man stört niemanden, der gerade mit seinem Inventar steht. Alter! Ich bin gerade so ein bisschen genervt von diesen ganzen Rare-Mobs hier. Du hau ab, ey. Du willst mir nur mein Schwert klauen. Hab ich keinen Bock drauf. Hier ist mein Zombie, also Eclipse, Wizard of Darkness, Alchemist, One Up. Ja, trotzdem ist er gleich tot. Tot ist er. Alter, regen die mich auf. Die machen mir ja keine Angst, die machen ja auch kein großes Damage, aber immer dieses, dass man nichts sieht, ey. Ist jetzt mal gut hier? Also hiernach geht's definitiv nach Hause. Ach, die Level. Zieht euch das mal rein. Oh, und es geht noch tiefer. Ich habe noch so ein Erzmedaillen bekommen. Hier noch stacken können. Scheinbar nichts mehr. Das kann hier bleiben, das kann hier bleiben. Was so ein Nether Quartz Schild. Poison Stuff. Alter. Da, ich bin ja schon fast überfordert mit dem ganzen Zeus. Hallo. Danach aber viel. Oh, hauptsächlich Herzen, okay. Ich baue das jetzt erstmal ab. Es spawnt hier viel zu viel. Und unter uns müsste der Boss sein. Bin mir gerade nicht sicher. Ja. Was waren da jetzt dann auch noch coole Sachen? Ach, wir so ein komisches Band. Whirlwind Boots WTF. Ich glaube, ich werde mir nach der Folge alle Items, die ich habe, aufschreiben und googeln. Das Feuer hier ausmachen von dem Arsch immer. Ja, geh mal weg, ey. Ich will hier gerade ein bisschen Licht machen. Stirb, ey, Junge. Stirb. So viel cooles Zeug. So viel cooles Zeug. Noch ein goldenes Güsel. La 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 la. Ich frage mich immer, ob die wirklich komplett einstürzen. Die hier. Boah, haben wir viel Stuff. Vielleicht schaffen wir es sogar noch nach Hause. Das wäre cool. Das wäre sau cool. Also so langsam, glaube ich, könnten wir so eine kleine Bedrohung für die anderen werden. Oder zumindest Konkurrenz. Thief Boots, Coin of Fortune. Noch ein Ender Giant Shirt. Ich glaube es ja nicht. Destruction Catalyst. Können sie uns drei Gunpowder und Right Click, no less, blows up. Oh cool, so ein Granatenwerfer. Crafted wird es. Okay. Noch ein goldenes Güsel ist auch sehr geil.
Was haben wir jetzt hier? Noch ein Ender Shield. Noch ein Lily Pad. Noch so ein Dings. Noch ein Soul Reaper. Whirlwind Boots. Gale Boots. Legia Bo. Wir haben Legia Bo. Alter Schwede. Alter Schwede. Krass. Das war mal die krasseste Beutetour, die ich jetzt jemals in meinem Leben gemacht habe. In Minecraft. Alter Schwede. Ich wünschte nur, wir hätten ein anderes Minimap-System. Hallo Pferd. Habt ihr eine Schmiede? Ihr habt schon wieder so einen Arbeitsraum, nee. Von dem Zeugs habe ich selbst genug, sorry. Oh Gott, Leute, hier ist noch so ein geiles Teil. Aber hier ist Licht. Hier war jemand. War hier jetzt wirklich jemand? Mich interessiert es nur, ob hier jemand war. Oh, ich muss mein... Ich glaube, das ist ein uncooler Tower. Ob da jetzt schon jemand war oder nicht, aber der ist oder so uncool. Ich glaube, das müsste ungefähr die Richtung sein, ja. Schön in so ein... Ach, das ist das Water Breathing, cool. Wenn uns jetzt jemand töten würde, ernsthaft. Das wäre der Kill des Jahrhunderts. Wenn mich jetzt jemand tötet und derjenige mein ganzes Stuff kriegen würde. Alter, ich würde heulen. Ich glaube, ich würde nicht nur heulen. Ich würde sowas von ausrasten. Das wäre richtig heftig. Boah, ich wäre am Boden zerstört. Ich glaube, ich würde nie wieder Hexet spielen. Nie wieder. Warte, fehlen tut nur... Ist das da Novesia? Nee. Ach, da drüben. Hier. Kann ich nicht... Ja, ich kann ihn nicht aufnehmen, weil ich voll bin, ne? Da drüben ist was. Das ist hier, das ist so eine coole Burg. Die sieht aber auch schon gelootet aus. Sieht definitiv gelootet aus. Ja. Ein Rucksack. Ja, geil, ne? Wenn das so ist, dann spielen wir das Spiel halt mit. Oh Mann, ey. Das gibt's doch nicht. Das brauchen wir nicht. Schon genug von dem Zeugs. Dann nehmen wir halt noch das Essen mit. Und eine Hexical Essence, ja. Und sonst nichts ist. Könnten das Ding ja mitnehmen. Ich habe nämlich noch kein Ding. Noch kein Kaul drüben. Hier sind ja doch noch welche. Hallo Walker. Aua.
richtig viel Schaden kriegen die irgendwie nicht. Jetzt unterhalten die sich da erstmal, statt mich anzugreifen. Lol. Jetzt bin ich schon wieder am Plündern. Ich wollte doch nur nach Hause. Das ist ein Haus. Kommt doch, kommt doch. Feiglinge. Aua. Ich darf echt nicht sterben. Ist schön, wenn man ein bisschen schneller regen würde. Jetzt komm ganz rein, Junge. Dann halt nicht. Dann sterb halt vor der Tür. Essen. Furclos. Was ist das? Das ist ein Plattenspieler. Den will ich auch haben. Cool. Hauptsache, die haben ja einen Raum mit zwei Jukebox drin stehen. Mal. So. Echt. Also viel kann ich echt nicht mehr tragen, aber... man kriegt hier echt nicht genug. Das ist so schlimm. Ist doch schön. Kann man so ein bisschen besser equippen. Also von Darkness Arrow, coole Sache. Von na hier, ich meine jetzt hier die Cauldrons. Die Kessel und komm, wie heißen das an? Oh, Hexekissen. Coole Sache. Ach, was soll's. Kann ich sonst immer noch wegschmeißen, wenn ich Platzprobleme habe? Wenn ich wieder Platzprobleme habe. Aber meine Stimme lässt auch langsam nach. Ich weiß nicht, wie viele Folgen ich noch aufnehme, weil ich, wie gesagt, ich muss echt vorproduzieren. Ein bisschen. Ein hübsches kleines Dörfchen. Muss man ja schon sagen, was die hier haben. Ach, da war doch ein Eingang. Ich dachte, wäre keiner. Können wir hier lassen. Haben wir hier noch irgendwas stecken können? Nee. Okay. Hier habe ich die Essenzen, okay, in dem Braun. Da sind die Essenzen, okay. Hätte ich mir, glaube ich, gerade so merken können. Ich sollte erst noch die ganzen Dinger da reintun, so. Eine fancy Lamp. Coole Sache. Solange wir Platz haben, nehme ich es mit. Ich kann es ja entzaubern, dann habe ich wenigstens die Level.
eigentlich eine gute Taktik, oder? Ist ein bisschen anstrengend hier, weil das hier so komisch verbaut alles ist. Achso, hier war ich als erstes drin, ne? Dem da war ich auch schon drinne. Dem hier war ich auch schon drinne. Ich glaube, das war's. Komische Festung, aber naja, ich muss in die Richtung. Leck, Alter. Die Lecks könnten immer noch böse enden. Weil mein Todfeind jetzt momentan eigentlich nur Lava ist, ne? Meine Feder ist noch heile. Von daher muss ich nur noch übers Meer. Wunderbar. Das hält mein Stuff auch aus. Und wenn nicht, wir haben noch genug andere im Inventar. Und dann ist auch die Folge schon zu Ende. Scheiße. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber ich glaube, das reicht erst mal mit Vorproduzieren. Sonst ist es irgendwie zwischendurch nochmal. Könnt ihr auch mal wieder ein bisschen Kommentare schreiben. Zu den ganzen coolen Stuff, den wir jetzt hier haben. Wo muss ich denn eigentlich gerade hin? Orientierung verloren. Ach, da. Da, okay. Einfach nur darüber. Ach, Home Sweet Home. Sehr schön. Boah, war das eine Reise. Das war echt ein Abenteuer. Das war echt... Boah, das war... Alter Schwede, ich... Alter Schwede, das war echt... Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Ich sortiere nur zumindest das Essen hier schon mal weg. Nächstes Mal gibt es definitiv eine Sortierfolge. Aber ihr habt dennoch die Chance, bis dahin erstmal wieder Kommentare zu schreiben und so. Ich gehe schon mal hier oben auf Position und dann war es das wieder für diese Folge. Und ja, ihr könnt mir zu allen möglichen Items gerne dazu schreiben, was das für Cooles macht. Ich versuche alles Mögliche zu googeln und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, eure Aikira.